Heute möchte ich euch gerne dieses Buch hier vorstellen mit dem etwas sperrigen Titel. Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Von der Autorin Philippa Perry. Dieses Buch haben wir von meiner Schwägerin geschenkt bekommen und ich stand tatsächlich schon mal selbst in der Buchhandlung vor diesem Buch, habe aber einen gewissen Widerwillen gespürt und es letztlich nicht gekauft. Der Buchtitel sagt eigentlich schon, was Programm ist, und als Vater eines zweijährigen Jungen, der knietief in der Autonomiephase steckt und bald Vater eines Mädchens, ist dieses Buch natürlich hochrelevant für mich und meine Lebenslage. Und trotzdem ist es natürlich so, dass man ungerne etwas darüber erfährt, was man vermeintlich falsch gemacht hat in der bisherigen Erziehung seiner Kinder. Man möchte damit nicht wirklich konfrontiert werden, und zu diesem speziellen Thema später noch mehr. Die Autorin sagt selbst im Vorwort, dass dieses Buch eigentlich kein Erziehungsbuch im engeren Sinne ist, sondern dass es um die Beziehung zu unseren Kindern geht und was einer guten Verbindung mit unseren Kindern im Weg steht und wie man diese Verbindung vielleicht noch fördern oder besser machen kann. Ganz kurz über die Autorin Philippa Perry. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Psychotherapeutin und beschreibt in dem Buch die diversen Erfahrungen, die sie mit ihren Klienten gemacht hat, hat auch viele Geschichten von den Klienten selber, natürlich alles anonymisiert, und teilt halt alles rund um Beziehungen zu Kindern. Das Buch gliedert sich in 6 Hauptteile und ich werde in diesem Buchreview ganz kurz auf jeden Teil eingehen und sagen, was meiner Meinung nach so die wichtigsten Kernaspekte in diesem Teil waren. Und am Ende kommt natürlich ein Fazit. Kommen wir zum ersten Teil mit dem Titel Ihr elterliches Erbe. Und den Auftakt in diesem Kapitel macht die Autorin mit dem folgenden Satz, dass nämlich an dieser Aussage etwas Wahres dran ist. Kinder tun nicht das, was wir sagen, sondern Kinder tun das, was wir tun. Eine zentrale Aussage, die sie in diesem Kapitel macht, ist, dass vieles von dem, was wir geerbt haben, knapp außerhalb unseres Bewusstseins liegt. Das bedeutet, dass wir uns niemals sicher sein können, dass wenn wir auf ein Verhalten unseres Kindes reagieren, wir wirklich auf das reagieren, was im Hier und Jetzt stattfindet, oder ob wir auf etwas reagieren, was aus unserem erlernten Verhalten von früher kommt, ob wir eher auf dieses eigene Gefühl von uns reagieren. Anhand von vielen anonymisierten Beispielen von ihren Klienten zeigt die Autorin auf, dass wir oft sehr vorschnell auf für uns unangenehmes Verhalten von den Kindern reagieren und dass sehr viel von dieser Reaktion eben mit unserer eigenen Gefühlswelt zu tun hat oder mindestens genauso viel mit unserer eigenen Gefühlswelt zu tun hat, wie mit dem, was tatsächlich gerade im Verhalten des Kindes im Hier und Jetzt liegt. Sie sagt, wenn wir solche Emotionen wie Wut, Ärger, Frust, vielleicht auch Neid oder Ekel empfinden, als Reaktion auf ein Verhalten von unserem Kind oder auf etwas, was unser Kind verlangt oder tut, dann soll das eine Warnung sein. Und zwar nicht nur eine Warnung oder beziehungsweise nicht eine Warnung, dass das Kind etwas falsch macht, sondern eine Warnung dafür, dass wir eben auf etwas aus unserer eigenen Vergangenheit reagieren. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass das allgemein in unserem Leben gilt, dass wenn wir nicht bewusst sind, werden wir automatisch zum Opfer unseres konditionierten Verhaltens, also sprich unserer anerlernten Reaktionen und das, was wir geerbt, anerzogen oder anerlernt haben, wenn man so mag. Und so ist es eben, dass wir sehr schnell bei etwas, was das Kind tut, in eine vorschnelle Reaktion verfallen und etwas tun, wo es zu einer Kurzschlussreaktion kommt, eben weil wir nicht bewusst sind, weil wir eben aus einem Impuls heraus reagieren. Eine gute Übung, die die Autorin vorschlägt, die ich seitdem schon mehrfach gut anwenden konnte in meinem Leben, ist folgende. Um sich davon abzuhalten, in so eine vorschnelle Reaktion zu verfallen, kann man sich einmal die Frage stellen oder beziehungsweise sich den Satz sagen, ich brauche kurz Zeit, um darüber nachzudenken, was hier gerade passiert. Und dann eben Abstand zu nehmen und diesen Abstand zu nutzen, um sich quasi zu beruhigen, um runterzukommen und wirklich mal zu reflektieren, was hier gerade passiert. Und es erfordert natürlich trotzdem noch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit oder Wachsamkeit, um sich frühzeitig oder rechtzeitig genug überhaupt abzufangen und sich diesen Satz zu sagen, ich brauche Abstand von der Situation, um diesen Abstand zu nutzen, um sich zu beruhigen. Denn sonst verfällt man sowieso wieder in seine Kurzschlussreaktion.
Ein weiteres interessantes Konzept in diesem Kapitel fand ich das von Bruch und Reparatur. Sie sagt, Brüche sind immer die Momente, in denen wir uns missverstehen, in denen wir von falschen Annahmen ausgehen oder jemand anderen verletzen. Und sie sagt, dass Brüche in einer engen, familiären Verbindung fast unvermeidlich sind. Und sie sagt, das Wichtige ist nicht, dass wir den Bruch vermeiden, sondern dass wir die Reparatur im Nachhinein machen und angehen. Sie sagt, dass diese Brüche unvermeidlich sind. Und ich denke mir, so etwas ist ja kein Naturgesetz wie die Schwerkraft. Es ist ja nicht naturgesetzmäßig vorgegeben, dass wir von falschen Annahmen ausgehen oder uns missverstehen. Aber unsere aller Lebenserfahrung zeigt uns, dass das tatsächlich so ist. Und das sagt mir wiederum, dass wir die meiste Zeit nicht in der Realität leben, sondern dass wir in irgendwelchen Annahmen über die Situation oder über die Realität leben. Wir leben in einem Gedankengebilde, was wir über die vorherrschende Situation gemacht haben. Und das hat mit der Realität eben nicht sehr viel zu tun, weswegen es eben zu einem Bruch kommt. Sie sagt, die Brüche repariert man hauptsächlich dadurch, dass man daran arbeitet, seine Reaktion zu verändern. Und das tut man, indem man den Auslöser erkennt und daran arbeitet, anders auf diesen Auslöser zu reagieren, indem man das Wissen nutzt, was man sich angeeignet hat. Und wenn das Kind alt genug ist, kann man sich auch bei dem Kind entschuldigen. Und zum Thema Entschuldigen hatte ich hier auch ein Video gemacht, was du dir gerne anschauen kannst. Sich beim Kind zu entschuldigen oder ein Fehlverhalten zuzugeben, hat laut der Autorin noch einen anderen Vorteil. Denn Kinder spüren meistens instinktiv, wenn unser Verhalten oder unsere Reaktion nicht im Einklang ist mit dem, was passiert. Und dadurch, dass wir quasi ein Fehlverhalten überbügeln oder überspielen oder uns nicht entschuldigen, schwächen wir die Instinkte des Kindes. Wenn wir als Erwachsene also so tun, als würden wir niemals etwas falsch machen oder als würden wir uns niemals falsch verhalten, dann kann es sein, dass das Kind sich übermäßig anpasst an das, was wir sagen. Und nicht nur an das, was wir sagen, sondern an das, was andere sagen. Und allein die Vorstellung davon löst bei mir schon ein gewisses Unbehagen aus. Kommen wir zum zweiten Teil des Buches, das heißt die Umgebung ihres Kindes. Und darin sagt die Autorin, dass nicht die Familienstruktur zählt, sondern der Umgang miteinander. Wie die Kinder über sich selbst denken und wie sie mit anderen Menschen interagieren, hängt zum Großteil davon ab, wie der Umgang der Eltern mit dem Kind ist und dem engen Familienkreis. Denn die Menschen in der Welt des Kindes machen die Welt des Kindes aus. Und es kann eine Welt voller Fülle und Liebe sein oder es kann eben ein Schlachtfeld sein. Wenn Kinder sich Sorgen machen müssen um ihre Sicherheit, um ihre Geborgenheit, um ihre Zugehörigkeit, dann fehlt ihnen die Neugier auf ihre Umwelt und ihre Umwelt neugierig zu erkunden. Und diese fehlende Neugier kann auch zu gewissen Dingen wie Konzentrationsschwierigkeiten oder Lernschwierigkeiten führen. Interessant fand ich in diesem Kapitel auch das Thema, wie man Schmerz erträglich macht. Und da sagt sie, dass wir als Elternteile ja meistens wollen, dass unsere Kinder ein schmerzfreies und sorgenfreies Leben haben, dass wir sie fernhalten von allen negativen Dingen. Und sie sagt, das ist gar nicht möglich. Wir können nicht jeglichen Schmerz, den die Welt mit sich bringt, von unseren Kindern fernhalten. Und das ist auch gar nicht wünschenswert. Sie sagt, der bessere Ansatz ist es, wenn man seinen Kindern beibringt, wie man gut mit Schmerz umgeht, indem man nämlich seinen Kindern zur Seite steht, indem man da ist, wenn sie diesen Schmerz fühlen und sie durch diese Emotionen hindurch begleiten. In diesem Zusammenhang sagt die Autorin auch, dass gerade dann, wenn wir denken, dass wir uns eine bestimmte Phase in der Entwicklung unserer Kinder gewöhnt haben, dass gerade dann sich wieder alles ändert. Das Kind wächst oder die Familienstruktur wächst oder verändert sich. Und dann denke ich mir persönlich, dass es doch eigentlich besser wäre, sich daran zu gewöhnen, sich an gar nichts zu gewöhnen. Man sollte sich daran gewöhnen, an nichts festzuhalten. Denn man kann das Leben nicht in starre Formen oder Verhaltensregeln pressen. Denn das Leben ist nun mal flüssig, es fließt im Grunde genommen. Dazu hatte ich ja auch schon öfter etwas gesagt, wo auch der Zen-Buddhismus schöne Wörter und Analogien gefunden hat. Wir sollten uns damit anfreunden, die Realität so zu nehmen, wie sie ist, was letztendlich auch dazu führt, dass wir weniger Schmerz und weniger Leid erfahren. Ein weiterer interessanter Punkt im Buch war das Thema, wie man richtig streitet. Und zwar ist es laut Autorin so, dass Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel der Eltern untereinander, gar nicht so sehr das Kind oder die Umgebung schädigen. Es geht
darum, eine Meinungsverschiedenheit richtig auszutragen. Nämlich laut Autorin geht es darum, dass man zuerst mal weiß, wie man im Kontext dieser Meinungsverschiedenheit fühlt und wie man diese Gefühle dem anderen gegenüber kommuniziert und dann wahrnimmt, wie der andere im Kontext dieses vermeintlichen Streits fühlt und seine Gefühle berücksichtigt. Das klingt jetzt vielleicht einfach, aber meiner Erfahrung nach erfordert das schon fortgeschrittene soziale Fähigkeiten und viel charakterliche Reife, um das tatsächlich in seinem Alltag anwenden zu können. Aber bei wie so vielem im Leben kommt das nun mal mit Übung, indem man jeden Tag, jede Situation als Übung wahrnimmt, um sich darin zu üben und jede Situation auch tatsächlich so lebt und das tatsächlich so ausführt, eine Diskussion. Und sie sagt, beim richtigen Streiten geht es nicht ums Gewinnen, sondern es geht ums Verstehen. Denn nur wenn man eine Sache wirklich verstanden hat, kann man auch eine Lösung finden. Und das erinnert mich daran, dass ich mal sinngemäß irgendwo gelesen habe, dass der Hauptteil einer Lösung eines Problems darin besteht, das Problem überhaupt erst richtig zu formulieren und das Problem richtig zu verstehen. Und etwas Ähnliches hatte auch schon mal Stephen Covey in seinen 7 Wegen der Effektivität erzählt, nämlich einer der Wege heißt erst verstehen, dann verstanden werden. Und dazu hatte ich auch hier ein Buchreview gemacht. Kommen wir zum dritten Teil des Buches und das heißt Gefühle. Und hier sagt die Autorin, dass es wahrscheinlich das wichtigste Kapitel im ganzen Buch ist. Und sie sagt, wenn wir sensibel auf die Gefühle unserer Kinder reagieren und diese wahrnehmen, bringen wir dem Kind bei, eine gesunde Beziehung zu seinen eigenen Gefühlen aufzubauen. Wenn wir die Gefühle der Kinder ignorieren, sie beiseite schieben, dann ist es potenziell schädlich für die spätere psychische Gesundheit der Kinder. Es ist laut Autorin wichtig, die Gefühle seiner Kinder wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen und einzuordnen. Denn sie sagt zum Beispiel, dass eine der häufigsten Ursachen für Depressionen bei Erwachsenen nicht die Erfahrungen sind, die wir als Erwachsener gemacht haben, sondern weil wir als Kinder in der Beziehung zu unseren Eltern nicht gelernt haben, uns selbst zu beruhigen. Daraufhin erklärt die Autorin den genauen Mechanismus, wie das vonstatten geht und wie das halt passiert. Und das fand ich schon sehr nachvollziehbar. Und die Autorin sagt auch, dass Gefühle und Instinkte sehr eng miteinander verknüpft sind. Und indem wir die Gefühle der Kinder nicht ernst nehmen oder ignorieren, schwächen wir die Instinkte des Kindes und die Instinkte machen das Kind normalerweise sicherer. Die Autorin schreibt auch, dass es in diesem Zusammenhang wichtig ist, die Kommunikationswege offen zu halten. Und indem wir ein Kind zum Beispiel abweisen, indem wir ihm sagen, dass es nicht albern sein soll, bringen wir dem Kind bei, dass es weder die für ihn albernen Gefühle noch die wir als für nicht albern halten, zu äußern. Denn das, was für uns selbstverständlich ist, zwischen das ist albern und das ist nicht albern, ist beim Kind überhaupt nicht so. Und weil wir davon ausgehen, dass es für uns selbstverständlich und klar ist, gehen wir auch davon aus, dass es für das Kind selbstverständlich und klar ist und dem ist eben nicht so. Der vierte Teil des Buches heißt Das Fundament und hier geht es hauptsächlich um so Themen wie die Schwangerschaft selber, die Geburtserfahrung, die Geburtsplanung, die ersten Tage nach der Geburt und nicht, dass diese Themen nicht wichtig und interessant wären, aber für das Buchreview hier würde ich diese Themen gerne auslassen. Wenn dir dieses Buchreview bis hierhin gefallen hat, würde ich dich bitten, dir kurz Zeit zu nehmen und mir ein Abo und einen Daumen hoch dazulassen. Vielen Dank. Der fünfte Teil heißt Die Voraussetzungen seelischer Gesundheit. Und hier sagt die Autorin, dass einer der Hauptpfeiler für die seelische Gesundheit von Kindern das Band zwischen Eltern und Kindern ist, also die Verbindung, die die Kinder zu den Eltern haben. Und das ist eigentlich das Thema, was sich durch das ganze Buch durchzieht. Bindung passiert unter anderem durch Kommunikation, ob jetzt verbale oder nonverbale Kommunikation. Aber die Autorin sagt, dass ihrer Erfahrung nach einige der glücklichsten Eltern diejenigen sind, die offen gegenüber ihren Kindern sind, bereit sind, von ihren Kindern zu lernen und ihre Perspektive einzunehmen, also die Welt aus den Augen der Kinder zu sehen. Wir sind ja leider oft der Meinung, dass wir die Lehrer unserer Kinder sein müssen, dass wir den Kindern etwas beizubringen haben, dass wir wissen, wie das Leben funktioniert und wie man es zu leben hat. Also wollen wir unseren Kindern gewisse Werte vermitteln, von denen wir meinen, dass sie gut sind. Dabei übersehen wir aber meistens, dass das eigentlich ja auch nur Werte sind, die wir durch unsere eigene Konditionierung und Erziehung mitbekommen haben und durch das, was wir in dieser Welt erfahren haben. Meiner Meinung nach ist es
eine unserer Pflichten als Eltern, eine nächste Generation hervorzubringen, die besser ist als wir, als die jetzige, die alte Generation. Aber wie soll ich das machen? Wenn ich wüsste, wie es besser geht, dann würde ich es doch schon besser machen. Dann würde ich es doch schon in meinem eigenen Leben anwenden. Kann ich aber nicht. Wie soll ich jetzt also eine nächste Generation hervorbringen, die besser ist, wenn ich ihnen die gleichen Werte, die gleichen Ansichten und Perspektiven auf das Leben vermittle, wie ich sie habe? Das geht nicht, denn das bedeutet Stillstand. Ich bringe eine Generation hervor, die genauso denkt wie ich, die genauso das Leben sieht wie ich, die gleichen Werte hat wie ich. Das ist ja kein Fortschritt, das ist Stillstand. Und Stillstand ist in der Natur immer ein Rückschritt. Das ist auch keine Evolution, denn Evolution bedeutet Fortschritt, Weiterentwicklung, einen Schritt nach vorne machen. Und ich denke, das geht nur, indem wir den Kindern auch mal erlauben, unser Lehrer zu sein, indem wir den Kindern erlauben, uns auch mal etwas beizubringen, in dem Sinne, dass wir bereit sind, von ihnen etwas zu lernen und sich dem Kind oder wir dem Kind ermöglichen, sich gemäß seinem eigenen Potenzial zu entfalten und nicht nach dem, was wir meinen, was sein Potenzial ist. Und ich denke, das ist das, was die Autorin meint mit dem Geben und Nehmen einer wechselseitigen Kommunikation. Der nächste Punkt bei dem Thema seelische Gesundheit heißt zugewandte Beobachtung. Und hier sagt die Autorin, dass es wichtig ist, das Kind einfach nur mal zu beobachten, was es tut oder was das Kind interessant findet und das Kind einem zeigen zu lassen, was es toll findet oder auch mal das Kind selbst spielen zu lassen und ein Spiel selbst zu entdecken, anstatt ihm immer nur zu zeigen, wie man ein Spiel richtig zu spielen hat. Ein anderer Punkt, den die Autorin erwähnte, den ich interessant fand, war, dass man sich keine Sorgen machen sollte, wenn das Kind mal eine sehr anhängliche Phase hat und nur klammert. Denn sie sagt, und das ist jetzt wirklich interessant, es ist paradoxerweise so, dass wenn man einen unabhängigen Geist erziehen will, man diesem Geist oder diesem Kind erlauben muss, sich von einem dann zu lösen, wenn es dazu bereit und willens ist und sich nicht einfach von dem Kind zu lösen und es wegzustoßen, wenn man selbst es möchte. Der letzte und sechste Teil heißt, jedes Verhalten ist Kommunikation. Und in diesem Kapitel geht es nochmal um das Thema, was ist angemessenes und was ist unangemessenes Verhalten für Kinder jeglicher Altersstufen und wie man als Elternteil wiederum auf dieses Verhalten reagiert. Außerdem geht es auch um das Thema, welche sozialen Kompetenzen, wenn man so will, oder Fähigkeiten man dem Kind mitgeben möchte, wenn man möchte, dass es in einem sozialen Umfeld in der Lage ist, adäquat oder angemessen zu agieren und zu interagieren. Und diese Eigenschaften wären Frustrationstoleranz, Flexibilität, Problemlösungskompetenz und Einfühlungsvermögen. Und es geht im Grunde genommen auch um das Thema, was bereits in dem Titel des Kapitels steckt, dass jedes Verhalten eines Kindes ist der Versuch, eine Kommunikation aufzubauen. Und es ist halt nicht förderlich bzw. sogar schädlich, wenn wir als Elternteil diese Kommunikation abwürgen, indem wir das Verhalten zum Beispiel abwürgen oder niederbügeln, es ignorieren, leugnen, weggehen oder was auch immer tun. Ein anderes wichtiges Thema in dem Kapitel ist auch das Thema Grenzen und wie wir Kleinkindern, Kindern oder auch Teenagern adäquate Grenzen setzen, wie wir auch unsere eigenen Grenzen erkennen und dafür sorgen, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. Also in diesem letzten Kapitel fließen im Grunde genommen alle Themen nochmal zusammen und deswegen würde ich es auch ganz gerne bei dieser Art Überblick belassen. Kommen wir zu meinem Fazit des Buches. Auch wenn ich am Anfang einen gewissen Widerwillen verspürt habe, dieses Buch zu lesen, bin ich doch sehr froh, dass ich es gemacht habe, denn es ist schon so, dass man nicht gerne mit den Dingen konfrontiert wird, die man bisher nicht richtig gemacht hat oder die man falsch gemacht hat. In diesem Fall in der Erziehung seiner Kinder oder in dem Verhalten seiner Kinder gegenüber. Und es ist aber trotzdem so, dass der einzige Weg nach vorne ist nun mal Erkenntnis. Man braucht Erkenntnis, um einen Schritt nach vorne machen zu können. Ich fand dieses Buch eben wie am Anfang des Reviews beschrieben für meine Lebenssituation hochrelevant und absolut interessant. Und ich habe auch beim Reflektieren des Inhalts, beim Nachdenken, beim Diskutieren mit meiner Frau auch sehr viel über mich selbst lernen können. Grundsätzlich habe ich wieder den Eindruck bekommen, dass wir von unseren Kindern mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr lernen können, als sie von uns. Und wenn wir offen ihnen gegenüber sind, können sie uns auch einfach helfen, reifer zu werden, mehr zu wachsen, ein erwachsenerer
besserer Mensch zu werden, wenn man so will. Also ich kann euch dieses Buch, falls ihr Kinder habt, egal welchen Alters, einfach nur wärmstens ans Herz legen. Und vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen hoch dazulassen, falls dir dieses Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.